Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu Grounded. Es ist kurz nach 7, ungefähr 7:22 Uhr. Ja, die Spinnen haben die Nacht wieder ihr Unwesen getrieben, aber das soll uns eigentlich nicht wirklich stören. Wir essen was, wir trinken was, das ist eine gute Idee. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist alles neu. Ich tue das mal hier rüber, das ist ein bisschen übersichtlicher. Ja, so viel gutes Zeug haben wir gar nicht mehr. Habe ich denn hier im Inventar noch was? Nicht wirklich. Okay, da haben wir auch nichts mehr. Ich gehe mal oben schauen. Vielleicht ist oben was fertig. Ist natürlich auch, wenn man alles in die Kiste tut, dann hat man dann selber nichts mehr. So, wir schauen mal. Wir haben hier einen gebratenen. Naja. Läuft. Hammer. So. Okay. Dann habe ich heute mit euch was Kleines vor. Also wir werden wieder mal beim Bürgel vorbeischauen. Wieder mal. Denn der hat bestimmt wieder zwei Missionen für uns. Denn wir haben ja gestern die in Windeseile erledigt. Das sammeln wir nebenbei mal ganz schnell mit ein hier. So. Einmal so. Und einmal so. Mal wieder 5 Stück. Ich war die Nacht oben wieder in unserer Saftform. Das waren wieder 30 Säfte drin. Also das geht wirklich Rambazamba da oben. Man stelle sich vor, man hätte 20 oder 30 davon. Man müsste nichts mehr machen. Das ist irgendwie sehr produktiv hier. Hier spawnen immer drei, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, da hier Big Party im Stein ist. Das ist natürlich auf der einen Seite gut für uns, auf der anderen Seite etwas. Naja, nennen wir es mal Banane. So, ich möchte eigentlich nur das mitnehmen. Ich sammle es trotzdem ein, ich werde es später rauswerfen. So. Denn so ein paar Knispits nehme ich hier einfach mal mit. Ich nenne sie einfach mal Knispits. Wo ist es? Ist nicht da. Okay. Und dann habe ich heute mit euch was ganz Besonderes vor. Lange haben wir es ja uns schon auf die lange Bank geschoben. Jetzt werden wir es mal angehen. Aber bevor wir das machen, werden wir mal noch schnell, wie gesagt, zum Bürgel gehen und mal schauen, ob wir noch eine Mission bekommen. Und hoffen, dass die Spinnen heute etwas länger schlafen. Ja. So sieht es aus. Ich habe die Nacht zwei Baupläne gesetzt, nennen wir es mal so. Wollten wir ja schon lange mal machen. Und dann werden wir uns das heute mal anschauen, wie das funktioniert. Ich selber weiß es nicht ganz genau. Und schauen wir einfach mal rein. So, Handwerker, Madenbrille. Und Eichelbeinpanzer. Wir haben das Kopf und wir haben die Brust und jetzt haben wir den Bein noch dazu. Läuft. Ja, da sind es wieder 1000 Punkte. Das ist ja relativ schnell gemacht alles. Ja, ist nicht so wie am Anfang, wo alles ein bisschen, wo kriege ich das hier? Wie kann ich das abbauen? Ja. Irgendwann steht natürlich auch mal irgendwann die Brutmutter an, aber da müssen wir uns stark vorbereiten, denn wir kämpfen alleine. Das heißt, wir brauchen sehr viele Lebenstränke. Wir brauchen Verbände, werden es glaube ich nicht so bringen. Wir müssen eventuell, ich sage eventuell, eine zweite Marienkäferrüstung mitnehmen, die wir wechseln können. Denn wir werden sie nicht reparieren können. Das glaube ich nicht, dass wir das so unterwegs können. Ich glaube, das war ja an der Werkbank nur möglich. Wir brauchen von diesen Wurstbomben, oder wie die heißen. Da müssen wir auf alle Fälle was mitnehmen. Denn die sind doch relativ sehr effektiv. Da müsste ich nochmal schauen, was wir da brauchen dafür. Aber da würde ich auch schon 20 oder 30 Stück mitnehmen. Und ja, dann das Florett macht da hier einen guten Eindruck, aber es ist eben unterm Strich nicht die beste Waffe. Ne? Ja, das ist es.
Ich wollte es ja schon lange mal ausprobieren und ich würde sagen, wir stellen das jetzt einfach mal fertig. Und in der Warteschlange. Hier habe ich natürlich auch was mit. Ich mache das mal. Ne, das können wir nicht splitten. Das ist natürlich ein bisschen dumm, aber dann machen wir das so. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und ich mache noch eins von denen. Dann schauen wir mal. So, was haben wir hier drüben? Brennreihenfolge abgeschlossen. Okay, dann können wir 5 Stück reintun, wahrscheinlich von den Säften, die wir da auspressen. Eingeprägte Rezepte ohne. Naja, ich denke, wir werden es rausfinden, oder? Ja, so sieht's aus. Und während das hier durchmacht, gehen wir einfach nochmal eine Runde hier schauen, wie es hier aussieht. Ja. Also ich weiß nicht, ob die ein bisschen immuner geworden sind gegen diese Fallen, aber habe so den Eindruck, dass das auch nicht mehr so prickelnd was bringt. Aber wir wollen die ja sowieso eigentlich zurückfahren. Von daher, wenn ich jetzt hier drauf springe, müsste es mich wie ein Trampolin da drüber befördern. Ja. Wunschdenken, Wunschdenken. Ja, mit den Kameraden da drüben, mit den Mücken, nenne ich es mal, mit denen ihren Unterleib, können wir so schöne Blutbomben herstellen. Da können wir uns richtig gut reparieren. Also heilen. Könnte man auch im Multiplayer, die wirft man einfach auf den Boden. Und dann macht das Splash, Splash und dann ist man geheilt. Ja, hier hat irgendwo einer, hat er hier in so einer Spalte ein geheimes Labor entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mittlerweile gefixt wurde. Oder mal gucken, wie die Steine verlaufen. Denn die Mauer hat sich ja auch verändert. Es könnte natürlich sein, dass sie es neu angeordnet haben. Es war auch eine größere Spalte. Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht mehr. Könnte sein, dass die weg ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, sieht so aus. Naja, kein Problem. Okay. Ich glaube, es sollte jetzt dann eins schon fertig sein. Kommen die eigentlich hier hoch? Nö. Na klar. Siehst du? So kann es gehen. Wenn man nicht aufpasst. Ne? Ja, ich hatte eigentlich überlegt, hier den Boden mit den. Ich kann es leider nicht verlegen, das ist das Blöde. Mit den Platten hier auszulegen, damit der Übergang einfach hier schöner wird. Und man vielleicht nicht hier irgendwo festpackt. Das wäre natürlich nochmal eine nette Sache. Das ging schnell. Haben wir alles aufgenommen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Schade. Aber es bleibt doch nicht übrig, ne? Nee. Dann hat er bloß eins gehabt. Den sind wir einfach zuvor gekommen. Der konnte gar nichts machen. Der andere hat es ja wenigstens versucht. Nun ja. Was soll's. Komm doch, komm doch. Irgendwann werden die hochkommen und ich werde hier Squeaken kriegen. Dann ist es so. Ja, ich habe heute ein Spiel ausprobiert, was es schon ein paar Jahre gibt, wo ab und zu mal Updates kommen. Leider muss ich feststellen, dass es momentan für meine Verhältnisse nicht stabil läuft. Ich weiß nicht, vor kurzem gab es ein Update. Ob das was damit zu tun hat? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier Schönes bekommen? Oh, 10 davon und 6 davon? Wie geht das? Was ist denn das überhaupt Schönes? Alles nehmen. Haben wir Platz? Wir haben gar keinen Platz. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Ja, das bringt uns auch nichts.
das hier esse. Weißt du was, ich werfe die mal hier raus. Und was werfen wir noch raus? Blütenblätter. Haben wir eigentlich genug. Unsere Befürchtung ist da ja nicht aufgegangen. Also was, ich schmeiße ich das mal hier runter. So. Was auch so eine nette Sache ist, warum ist es, sind sie rot, wenn ich sie einsammle? Und wenn ich sie auswerfe, sind sie blau. Putzige Sache. Ich weiß es nicht. So, alles nehmen. Pilzbrei. Pilzziegel. Neue Idee. Ah, dann ist das wohl mit dem Forschung jetzt gar nicht mehr so aktuell, oder? Scheint so, dass es forschen sich Pilzbrei, Käferleckerli. Und wenn wir das hier reintun, 5 Stück da Pilzziegel, brauchen wir hier Brennmaterial? Weiß keiner. Herstellen. Wie viel habe ich denn noch? Ja, 5 hat er genommen. Ja. Das können wir dann wieder mal erforschen. Das ist doch mal was Nettes. Da kommen wir an die nächsten Forschungsbegriffe ran. Nennen wir es mal so. Ups. Ja. Putzige Sache. Rote Blätter sammelt man ein und blaue wirft man ab. Das passiert aber auch, wenn... Ich meine, die sind jetzt aus dem Lager gekommen. Aber das passiert auch, wenn man sie gleich einsammelt. Und dann wieder abwirft. Hin wie her. So. Was haben wir eigentlich? Wir können derweil mal, während das oben durchbrutzelt, können wir die Madenbrille und den Eichelpanzer, Eichelbeinpanzer machen. Dann können wir zum Bürgel gehen und dann können wir uns das oben anschauen. Nee, dann gehen wir erst dorthin und dann gehen wir nochmal zum Bürgel, weil dann können wir nämlich beim Bürgel das forschen. Haha, clever wie wir sind. Machen wir das so. Also, was hat man? Fangen wir mit der Madenbrille an. Madenbrille, das wird eigentlich Ausrüstung sein. Madenbrille, da haben wir es ja. Oh, wir brauchen ein Weevil. Weevil brauchen wir, okay. Und was brauchen wir? Eichelbeinpanzer, den können wir aber gleich machen. Eichelbeinpanzer. Den können wir herstellen. Hat er fallen lassen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber verständlich. Wenn hier das ganze Gerammel voll ist. So. Und aufgenommen. So, Eichelbeinpanzer haben wir. Wir brauchen einen Weevil und wir werden mal die Kohle hier sichern. Ich tue das mal hier rüber. Wir tun das hier hin. Das tun wir dahin. Das braucht man nicht. Wir werden das mal darüber räumen. Ich glaube, da haben wir hier noch Platz. Ja. So. Und so. Das können wir auch zurück tun. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Halt, das war so und so. Das können wir kurz behalten. Das können wir auch behalten. Okay. Also, wir brauchen einen Weevil. Ich hoffe, dass es einer war. Ja, hören tue ich es in der Erde, aber da bringt er mir reichlich wenig, Kollegen. Komm, ein. Ganze Zeit rennen sie hier rum, wenn du sie brauchst, sind sie wieder nicht da. Ist jedes Mal dasselbe. Ist wie mit die Läuse gerade, ne? So. Ich glaube nicht, dass ich hier einen finde. Da ist einer. Dankeschön. War das der Richtige? Weevil, ja.
Wenn ich noch einen sehe, nehme ich noch einen mit. Im Fall, es braucht zwei. Aber ich sehe keinen. Da liegt schon wieder Lösetau. Klasse. So. Schauen wir mal, ob wir das machen können. Also die Magenbrille. Die müsste dann hier sein. Und das sieht gut aus. Hergestellt. Sehr schön. Da waren es 1000 Punkte. Sehr gut. Okay. Warum hat es bei dem einen 10 gebracht und bei den anderen 6? Weiß ich nicht. Sind die roten dann besser? Weiß man nicht, ne? Okay. Wir könnten doch mal eine Kiste bauen. Was brauchen wir für so eine Kiste? Wir brauchen für so eine Kiste... Wo ist es? Kiste. Hier brauchen wir zwei Klee, vier davon und vier davon. Halt, zwei Klee. Vier davon. Und was war's noch? Ach man, wenn man es mal merken würde. Und vier davon. Die haben wir hier nicht, die haben wir da nicht. Ich glaube, die hat man hier, ne? 1, 2, 3, 4. Sehr gut, da bauen wir dort eine Kiste hin. Dann nehme ich nämlich die ganzen Pilze jetzt mit hier. Wenn ich sie nur schon hätte. Genau. Und wir gehen jetzt zum Bürgel, holen uns neue Rezepte. Und dann können wir nämlich dort unsere Brutstation machen für die... Ja, für was auch immer. Sag ich mal. Und den können wir hier mit reintun. Jawohl. Ja, so haben wir zwei Plätze frei. Okay. Achso, der kommt bestimmt hier mit runter. Ja, brauche ich so eigentlich nicht, aber... Gut, dann gehen wir zum Bürgel, holen uns zwei neue Rezepte, dann gehen wir dort hoch, gucken nach dem rechten, was aus dem Ziegel geworden ist. Wir bauen eine Kiste und dann machen wir nochmal... Oh, schön. Schön. Und dann machen wir da nochmal, wie gesagt, die Vorratskiste und tun es dann dort vorbereiten als die Station, die das dann dort herstellt. Ich weiß nicht, wie viele Öfen ich da mache. Einer reicht eigentlich erstmal und eine so eine Presse. Natürlich kann man mehr machen, aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Da kann man immer mal ein bisschen was machen. Das ist auch gut. So, holen wir uns wieder zwei neue Rezepte. Ach nee, wir waren ja heute früh schon. Ne? Ja. Ja, der wird nichts haben. ach, da hätten wir doch erst zu dem. Wir können da jetzt gar nicht forschen. Na egal. Machen wir das anders. So, wenn wir Glück haben, können wir jetzt das Unkraut mitnehmen. Ich hoffe, wir haben Glück. Das waren 5 Schläge. Okay. Würdest du es mal aufnehmen, bitte? Danke. Das läuft hier mit dem Tau, das läuft richtig gut. Na gut. Dann werfen wir die hier ab. Ich glaube, die gehen hier nicht rein. Das ist voll, jawohl. Dann hauen wir sie hier rein. So, wunderbar. Ne, wir können das eigentlich gleich mal mitnehmen. Denn wenn wir wieder Gras brauchen, dann ist es bestimmt dort angebrachter als hier. So, die können wir die Nacht vielleicht auch mal voll machen, ob wir sie brauchen oder nicht, aber da haben wir was da. So, läuft. Gut, dann machen wir es anders. Dann schauen wir jetzt nach dem rechten, ob die
jetzt fertig sind und dann können wir die erforschen gehen. Gehen wir halt nochmal zum Mörgel, dann ist das so. Ich nehme hier was zu trinken mit. Das ist nicht die Konsistenz, nee, nicht die Konsistenz, die die Ausdauer verloren geht. Oh, das hat funktioniert. Alles nehmen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, mach mal los hier. Mach mal. Und wir bauen nochmal eine Kiste hin. Kann ich das hier einfach... Nein! Was willst du jetzt machen? Was macht denn der bei N? Da rennt er los. Das ist ja schön. Okay, versetzen wir mal ein kleines Stück. Dann passt die Kiste besser hin. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. So sieht es schöner aus. Und dann stelle ich jetzt hier die Kiste hin. Pflanzenziegel. Pilzziegel meine ich, Pflanzenziegel. Was können wir da? Pilzwand. Gebogene, halbhohe Pilzwand. Dreieckspilzwand. Da könnt ihr bestimmt auch noch irgendein Tier füttern. Das sieht natürlich schick aus, ne? Und da haben wir nämlich was, was wir wieder buddeln können. Und dafür brauchen wir 5 Pilzbrei, erzeugt dann eins davon. Müssen wir das jetzt extra noch freischalten gehen, ein stabiler? Ja, ich denke schon, ne? Fehlen die Zutaten? Egal. Wo ist jetzt meine Kiste? Hier müsste meine Kiste irgendwo sein. Jawohl. Und die setzen wir einfach mal hier so hin. Sehr schön. Dann drücken wir E. Und dann können wir nämlich alles hier diesbezüglich da rein tun. Erst einmal. Ja, was zu trinken für den Notfall. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Und die lassen wir mal drin hier. So. Okay, dann gehen wir mal noch zum Bürgel das analysieren. Zu trinken haben wir genug. Stört mich nicht. Stört mich nicht. Gut. Sehr gut. Ich mach die mal an, dann seht ihr besser und ich auch. Oh, schon wieder so ein Läusetau. Wahnsinn. Und da liegt schon wieder. Ja, die hacken dort irgendwie. So, da sind wir drin. Schauen wir mal. Was wir hier analysieren können. So. Okay, dann geht man das mal Pilzziegel und analysieren. Wir haben ewig, ewig nichts mehr analysiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen lang. Pilztier, gebogene Pilztür, Pilzsäule, Haustier. Haustierhaus. Oh, das ist ja niedlich. Haustier, Ameisenhelm. Was? Haustier, Madenbrille. Das ist ja niedlich. Fürs Haustier, das kriegt extra einen Helm oder was? Wie soll denn das aussehen? Das ist ja niedlich. Können wir doch mal analysieren? Nee. Okay. Dann schließen. Ich glaube nicht, dass wir in der Zwischenzeit hier etwas für uns haben. Ist da hinten was? Nee. It is nice to free bold quest. Ja, okay. Always happy to see if you have any extra. Ja. Wir schauen mal. Schilderset, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Schwimmendes Fundament. Das wäre eine nette Sache. Hätten wir eine Verwendung für das Leder wieder mal. Gebogene Basen. Das ist natürlich ein Ding. Das ist ja schon eine Weile draußen. Das haben wir ja auch noch nicht. Ne? Das sind 6er. Die Flossen brauche ich erstmal nicht. Tauchlaternenverbesserung brauche ich auch nicht. Fressbombenrezept. Fressbombenrezept. Okay. Ist das hier diese Wurstbombe? Augenklappenverbesserung. Nutze ich nicht. Blödsinn. Faserverbandseffizienz. Das wäre natürlich was. Das wäre natürlich auf alle Fälle was. Da sind wir bei, 8. Flaschenverbesserung. Nutze ich so gut wie nie. Trainierte Lunge.
Hatte ich das nicht schon, die trainierte Lunge? Bin mir nicht sicher. Heißsporen. Fallschaden brauche ich nicht. Mir wurscht. Die Leiter wäre auch was. Da sind wir bei 11,5. Und Federdächern. Da sind wir bei 11,5. Ja, wenn ich das holen würde. Aber ich habe. Dann habe ich das schon geholt. Ne? Gekaufte Anzeigen. Gekauftes Anzeigen. Mehrgeschossige Basen. Was auch immer dahinter steckt. Okay. Befestigte Basen. Kiesel in der Brandung. Ah, hier ist die maximale Gesundheit. Da gibt es wohl nochmal. Okay. Eichelschaufelverbesserung. Die sollten wir uns natürlich holen, bevor wir uns der Spinne nähern. Ne? Eichelschaufelverbesserung, die ist Hammer. Das haben wir auch. Seilrutschen hat man schon geholt. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Dann können wir das wahrscheinlich schon herstellen, oder? Ja. Das ist ja schick. Dann können wir das herstellen, dann braucht man. Haben wir dafür ein Dings geholt gehabt? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle. It is nice to see if you have any extra. Dann hole ich mir jetzt die gebogenen Basen. Fressbombenrezept, das brauche ich nicht. Flaschenverbesserung. Die trainierte Lunge. Die maximale Ausdauer. Heißsporen. Fallschaden. Hatte ich nicht gerade noch was anderes Schönes gesehen? Schwimmendes Fundament. Da mache ich nochmal schwimmendes Fundament. Und dann ist das so. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich. Gebogener Grasbogen. Gebogener halber Grasboden. Sehr schön. Wäre vielleicht eher was oben für den Baum gewesen, ne? Ganz rund wird es zwar nicht, aber man hätte diese Schrägen da wegmachen lassen oder weglassen können. Können wir ja vielleicht nochmal abreißen, muss ich mir überlegen. Sieht auf alle Fälle besser aus. Gut, es gab keine neuen Missionen. Wir haben das erforscht. Und jetzt heißt es nur noch heil nach Hause kommen. Wow. Vielleicht noch einen Läusetau einsammeln oder zwei. Eins. Und Nummer zwei. Nummer drei und Nummer vier. Spinne. Hilfe. Ein Mistvieh. Kommt die hierher, ne? Denkst du dir? Naja. Du kannst mich doch mal freitags besuchen hier. Okay, Freunde. Es zeigt uns immer noch oben an, was es ist. Danach kommt dann das andere noch. Sehr intensiv. Dann kommt noch das jetzt als. Sind es noch zwei? Genau. Und dann kommt noch die schwimmende Plattform. Jawohl, schwimmendes Fundament. Ja, okay. Die kommt wieder. Ich gehe mal in die Basis und sage danke fürs Zuschauen und dann bis morgen früh. Macht's gut. Ciao, ciao.